Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dem kleinen Fazitvideo von unserem VW T6 der Generation 6. Nur noch mal kurz zur Information, was haben wir für eine Motorisierung? Wir haben die 150 PS Maschine, 110 kW meine ich müssten das sein. 2 Liter TDI, genau, und Ausstattung ist die Generation 6 mit sämtlichen Assistenzsystemen, die dort verbaut sind. Und von daher wollen wir heute mal ein kleines Fazit machen. Wir haben jetzt 2 Jahre den Wagen und haben jetzt 37.000 Kilometer. Was gibt es so an Pannen? Was, sind wir liegen geblieben? Sind wir nicht liegen geblieben? Was haben wir für Probleme bisher gehabt? Und genau, das wollen wir euch heute mal erzählen. Wir wollen euch ja einiges zeigen und einiges sagen. 2 Jahre, man glaubt es gar nicht. Also fast auf das Jahr genau. Facebook hat mich heute nämlich daran erinnert, dass wir, den Wagen haben wir schon vor 2 Jahren haben wir umgebaut. Und haben gesagt, super Wetter, letzter Tag im Sommer, das nutzen wir nochmal aus. Und ich erkläre euch die Sachen, von denen ich ein bisschen Ahnung haben könnte. Aber auch nicht wirklich, das ist jetzt so Fake Ahnung haben, aber ich mache jetzt so eine Brille ab. Und zwar kommen wir zum Radio. Das Radio hat am Anfang gleich mal schon Probleme gehabt. Wir haben uns App Connect CarPlay besorgt. Das kostet ja mal sage und schreibe knapp 200 Euro, um das scharf zu schalten. Ja, das hat aber am Anfang nicht wirklich funktioniert. Irgendwann haben sie hier ein Update gemacht. Dann ging es recht gut. Und jetzt müssen wir Volkswagen da auch ein bisschen Schutz nehmen. Das hat auch was mit unseren Handys zu tun. Denn Stefan hatte ein Update auf seinem Handy. Danach hat es auch schon wieder ein bisschen rumgesponnen. Und jetzt, wo er auf der aktuellsten Version ist, das läuft wunderbar. Bei mir läuft es auch wunderbar. Also Update von dem Radio plus den Updates von den Handys und schon funktioniert auch so, wie es sein muss. Also damit sind wir jetzt zufrieden. Es gibt auch, glaube ich, kaum Probleme, gar keine mehr. Also das haben sie gut gelöst. Und wie gesagt, für 200 Euro erwartet man auch, dass das auch funktioniert. Wäre schön gewesen, wenn es nicht am Anfang gewesen wäre, aber jetzt läuft es. Super. Leider hatten wir ein paar Tonprobleme, deswegen mussten wir jetzt hier sozusagen nochmal eine kleine Szene neu drehen. Wir hatten das Thema, wir haben das Thema mit dem Motor. Wir haben den jetzt ja schon eine ganze Weile. Es wurde ein Zwangsupdate gemacht von VW, um irgendwelche, um die NOx-Werte wieder in die Grenzen zu bringen, weil das Problem war wohl irgendwie, dass sie die nicht eingehalten haben. Und deswegen gab es da auch dementsprechend ein Zwangsupdate, womit sie die NOx-Werte zumindest jetzt wieder im Griff haben, laut VW. Problem ist allerdings bei diesem Zwangsupdate, an sich stört mich das ja nicht. Es stört mich aber dann extrem, wenn der Wagen auf einmal mehr Sprit verbraucht. Leider ist das der Fall. Wir haben einen guten halben Liter bis einen Liter mehr Spritverbrauch, was meiner Meinung nach über die Lebenszeit des Fahrzeugs einfach zu viel ist. Das kann man einfach so auch nicht hinnehmen. Wir haben dazu jetzt nochmal einen Termin nächste Woche, also gleich Montag. Wir haben heute Samstag, also das heißt, er ist bald. Und werden euch auf jeden Fall da auch nochmal auf dem Laufenden halten, was dabei rausgekommen ist. VW hat zu mir gesagt, ich habe die angeschrieben, die wollen eine oder müssen eine Probefahrt machen von 100 Kilometern, um das halt dementsprechend festzustellen. Meinetwegen sollen sie machen. Ich bin gespannt, ob sie da was rausfinden, weil ich sage mir ganz einfach, wenn der Wagen mehr Sprit verbraucht, glaube ich nicht, dass er auch, die gleichen Mengen an CO2 in die Luft jagt, wie es vorher war. Von daher stelle ich schon mal alleine die Frage in den Raum, hat der Wagen überhaupt noch eine Zulassung? Laut VW natürlich schon, das ist klar. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, ist, wenn er mehr Spritverbrauch hat, beziehungsweise mehr CO2 ausstößt, dann muss er ja auch dementsprechend mehr Steuern eigentlich bezahlen, also weil er die CO2-Werte nicht mehr einhält. Wir warten es ab, was dabei rauskommt. Ich jetzt schon wieder, und zwar jetzt kommt zum Thema Klimaanlage.
Das ist für mich ein sehr wichtiges Thema, weil es ist mir teilweise zu warm und teilweise ist es mir dann einfach viel zu kalt, weil Stefan macht es kälter als ich und dann friere ich mir den Arsch ab und das mag ich nicht. Und da hatten wir wirklich akute Probleme. Und wenn ich jetzt von wir sage, spreche ich glaube von allen VW T6 Multi-Ran Generation 6 Leute und wer das nicht alles hat, weil wir haben durch unser Autohaus erfahren, dieses Problem hatten mehrere gehabt. Es war einfach so, das Auto fährt erstmal eine Weile und dann fängt es an zu kühlen, was man ja haben möchte im Sommer. Dann fängt es aber auch an wieder zu wärmen. Kühlen, wärmen. Alle 10 Minuten hat das Ding richtig Hitze gebracht und dann wieder Kälte, wo du gedacht hast, Hitze, kurz Hose an, Winterjacke an, weil es extrem kalt war. Das war richtig unangenehm. Das haben die aber Gott sei Dank wirklich durch ein Update, was wir so vor 6 Monaten gemacht haben, behoben und jetzt ist es wirklich angenehm. Selbst wenn Stefan 21 Grad bei sich einstellt und ich habe 23 Grad, es ist nicht dieses extreme Schwanken. Also so wie eine Klimaanlage sein muss, so ist das auch, sind wir echt zufrieden mit. Es ist ja auch nicht so, dass wir in den Wagen nicht schon oder beziehungsweise die VW-Werkstatt oder VW selber nicht in den Wagen schon einiges an Geld lassen mussten. Die haben beim letzten Mal 2500 Euro investieren müssen. Da ging es zum Beispiel auch um Steuergeräte, die gewechselt werden mussten und dementsprechend noch vorne im Motorraum was auseinandergenommen werden musste. Das waren nämlich die Spannrollen. Blenden wir euch jetzt auch noch mal ein paar Bilder haben wir dazu noch gemacht. Und diese Spannrollen, die haben wohl irgendwie gequietscht und dabei ist halt dann gleich mal alles irgendwie erneuert worden. Also sämtliche Umlenkrollen, sämtliche Spannrollen, und ich glaube Spannrolle ist ja nur eine, der Keilrippenriemen neu, ja, die haben da wohl eine technische Verbesserung gehabt oder sowas und haben das dementsprechend dann ja, mal umbauen müssen und den Motor da vorne ein bisschen auseinandernehmen müssen. Dann, liebe Leute, haben wir gerade ein neues Problem. Ich habe erst gedacht, Stefan erzählt irgendwie Schwachsinn? Schwachsinn, was macht der da? Ist so totaler Unsinn. Nein, ich habe es jetzt tatsächlich wirklich erlebt. Jetzt haben wir bloß das Problem, er zeigt es nicht mehr an. Ach so, Moment. So, und zwar... Doch nicht, mach mal einmal Tür auf und wieder zu. Dann geht es. So. Ja, die... Linke Tür ist jetzt auch nicht zu, aber das ist egal. Und zwar hat er auf einmal während der Fahrt, und die Tür war verschlossen, und zwar die Schiebetür, hat er angezeigt, sie wäre auf. Ganz kurz nur, aber halt mit so einem Fehler, Achtung, Tür ist auf. Wobei sie definitiv verschlossen ist. Das hat er jetzt schon einmal gehabt. Das hatte er auch schon in der Werkstatt mitgeteilt gehabt. Das konnten sie aber jetzt noch nicht verifizieren. Das heißt, der Wagen geht auch demnächst wieder in die Werkstatt wegen einem anderen Problem. Das wird euch Stefan auf jeden Fall erzählen. Habe ich euch schon erzählt. Ah, das hat er. Ja. Es ist warm draußen, das ist man nicht mehr gewöhnt. Kalte Tage. Hat er euch ja schon erzählt, habt ihr gesehen. Und auf jeden Fall werden wir das natürlich da auch nochmal angeben oder auch anzeigen, weil das ist blöde. Du weißt ja nicht, ist jetzt was mit der Tür kaputt? Hat die Anzeige nur ein Problem? Weil ich stelle mir gerade vor, Stefan kann mit dieser Karre hier 180 Sachen fahren. Und wenn dann die Tür auf einmal aufgeht, dann haben wir mächtig Probleme. Also das muss auf jeden Fall behoben werden. Das Problem ist, die Tür fährt wirklich einmal auf und wieder zu. Also nicht ganz, sondern nur dadurch, dass wir eine Randziehhilfe haben, fährt sie kurz vom Spaltmaß auf und dann geht sie sofort wieder zu. Das habe ich so nicht miterlebt. Ich habe das nur mitgekriegt, dass hier auf irgendwie irgendwas war. Man hat den Summer gehört. Kann ich euch gleich nochmal einblenden. Ja, da habe ich keinen Plan. Auf jeden Fall, das werden wir jetzt dringend beheben lassen müssen. Und das ist natürlich nicht so schön. Ne? Das Problem bei der Tür ist ganz klar, während der Fahrt erkennt sie, dass sie auf einmal offen ist. Wir zeigen das gleich mal, ich stelle das gleich mal nach. Und dann geht hier hinten diese Tür einmal auf und wieder zu. Und zwar sieht das dann so aus. Und das während der Fahrt. Ich weiß es nicht, ob dann vielleicht irgendwann mal die Tür ganz aufgeht, aufspringt oder sowas. Auf diese Sachen habe ich auf jeden Fall keinen Bock. Da muss leider VW auf jeden Fall nochmal nachbessern. Das geht so nicht. Dann mein letztes Thema, was ich habe, weil es geht ja eben gerade um die Klimaanlage, wo ich was berichtet habe. Jetzt geht es um den Thema Heizung. Und zwar, wir haben eine Dieselstandheizung von... Eberspächer. Ich muss mal rüber gucken. Ja. Technische Daten kommen immer auf dem Off. Ja. Kommen aus dem Off so. Gott sei Dank habe ich das oft bei. Und beim Anlaufen hast du immer am Anfang Dieselgeruch. Jetzt hat man ein bisschen das Problem,
die unsere Werkstattmeisterin, wo wir den Wagen abgegeben haben, hat das auch mitbekommen. Jetzt war leider nur die Vertretung da. Er hat es nicht gerochen, das kann aber dann diesen Mann. Männer haben eh nicht so eine gute Nase teilweise. Doch, ich schon, mich stört das. Du ja, aber du bist ein besonderer Mann. Mhm. Du bist ja mein Mann. Aha. Und dementsprechend, aber die anderen haben teilweise, die riechen das nicht. Aber das werden wir auf jeden Fall nochmal angeben, dass das Problem immer noch beherrscht. Es ist nicht das größte Problem, muss man sagen. Ne? Also, wir haben hier größere Probleme mit dem Wagen. Das ist so ein kleines, aber ja, trotzdem. Man hat, das ist ein Störfaktor. Man hat eine Garantieleistung drauf und man möchte, dass alles wunderbar ist. Denn wir müssen ja sagen, der Wagen kostet im Original halt ein paar Scheine. Und genau. Dann kann man erwarten, dass das Ding auch wirklich super läuft. Ich möchte noch ergänzend erwähnen, also wir haben eine Luftstandheizung von Eberspächer, nur dass man die technischen Daten dann auch nochmal dementsprechend hat. Es gibt ja auch die Webasto Dieselstandheizung, die für den Kühlerkreis, was allerdings nicht auf Dauer betrieben werden kann, und deswegen haben wir die Luftstandheizung gewählt. Zum Thema der Abstandsregelung ACC. An sich ein gutes System, kann ich nicht meckern. Wir hatten keine großen Sachen damit. Es war einmal, da waren wir im Elbtunnel in Hamburg. Wir sind schon mehrfach da durchgefahren, aber das eine Mal, wer weiß, was er da hatte. Da hat er dann gesagt, System wird abgeschaltet, steht nicht zur Verfügung wegen, keine Ahnung, irgendwas, was er nicht erkennen konnte wahrscheinlich, vermute ich. Und da musste man halt dann im Prinzip selbst übernehmen, was jetzt aber nicht das Riesenproblem war. Wir haben dann gedacht, okay, wir halten am nächsten Parkplatz an, starten die Systeme neu, also sprich mit Zündung aus, Moment warten, bis sie wieder anstarten. War dann auch gar nicht notwendig, weil nach circa 5 Minuten ungefähr fing das System wieder automatisch was zu erkennen an und lief dann auch wieder ohne Problem. Und seitdem, ja, kein Problem mehr. Das war ungefähr bei vielleicht so 11.000 Kilometer oder sowas. Genau kann ich das jetzt nicht mehr sagen, das ist jetzt eine grobe Schätzung. Unser Fazit zum VW T6 Generation 6. Genau. Was wollen wir sagen? Also wie gesagt, 2 Jahre, 37.000 Kilometer haben wir ihn, haben mit ihm schon vieles erlebt, schöne Sachen. Tolle Reisen, die Norwegen-Reise, die Schweiz, Italien-Reise. Italien-Reise haben wir damit gemacht. Und es kommen auch bestimmt noch schöne Reisen, die wir ja jetzt neuerdings bei YouTube, okay, neuerdings, ist ja auch schon ein paar Monate her, präsentieren. Also der Wagen hat schon viel Spaß gemacht. Ja, das kann man schon sagen. Auch wenn es halt immer mal wieder Ärgernisse gibt. Ja, ich denke, das sind andere Hersteller, haben ähnliche Probleme. Gut, VW ist im Moment ganz groß, was diese Probleme mit dem Abgas. Und da guckt man natürlich alle, gucken da dreimal hin als bei den anderen Herstellern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die anderen nicht auch diese Probleme haben. Die Frage ist halt nur, wie wird man damit umgehen und so weiter. Ne? Aber ja. Also wenn man sich überlegt, was der Wagen kostet und dann welche Schwierigkeiten wir damit haben, da muss Volkswagen sich einfach überlegen, wo soll die Reise hingehen. Bieten wir ein qualitativ gutes Produkt an, dann ist der Preis gerechtfertigt, wenn wir natürlich solche Schwierigkeiten alles haben. Und dann halt auch die Schwierigkeiten, die die machen, indem die sagen, ja, so einfach geht das alles nicht, das muss der Kunde tragen und so weiter und so fort. Also Kundenservice muss Volkswagen eindeutig lernen. Das, ja. Damit können wir nicht zufrieden sein. Ja. Das wird uns auch wirklich in dem nächsten, weil der Wagen haben wir jetzt zwei Jahre haben wir ihn noch. Wir werden ihn definitiv abgeben. Genau. Weil dafür ist er mir, soll ich sagen, nicht berechenbar, was das Ganze mit dem Diesel auch betrifft. Und es gibt ja immer neuere Generationen von Dieselmotoren. Aber auch mit dem DSG, wir wissen nicht, was da passiert und so weiter. Das ist mir alles zu heikel. Und dann kommt in 2 Jahren halt die Entscheidung, was kommt dann für ein Fahrzeug? Wird es vielleicht ein T6.1? Geben wir Volkswagen nochmal die Chance? Citroën, Peugeot, die sind auch auf dem Markt. Vor allem sind sie viel günstiger, das ist es halt. Ja. Also wir haben für diesen Wagen, so, jetzt kommt erstmal ein Auto, das heißt, wir machen nach dem nächsten Take gleich weiter. Auto ist wieder weg. Genau. Manchmal hat man das halt so. Wir haben auf jeden Fall für diesen Wagen nicht den Listenpreis bezahlt. Der liegt bei 85.000 Euro. Sorry, aber das ist zu viel. Und das ist die Qualität auch nicht wert. Das muss ich ganz klar dazu sagen, weil so viel Maleschen und so weiter, was man damit hatte, sind keine 85.000 Euro wert. Und das ist halt die Frage, kauft man sich nochmal wieder ein VW oder nicht? Das kommt dann halt auch, hängt dann auch ganz stark von dem Entgegenkommen und vom Kundenservice. Genau, und auch von,
von einem dann dementsprechend guten Angebot ab, weil den Listenpreis bin ich nicht bereit zu zahlen. Dann kann ich zu Mercedes gehen. Ja, ich glaube, da habe ich mehr von. Genau. Und habe mehr Assistenzsysteme. Okay, hast du jetzt beim 6.1er, ist jetzt auch schon viel dazugekommen. Ja, aber immer noch die Sachen, die schon vor Jahren eingebaut wurden in die anderen Fahrzeuge, muss man dazu sagen. Also, genau. Also richtige Erneuerungen sind da auch noch nicht drin. Aber wir wissen es, Hannover ist ein eigenständiges, ist ein eigener Königreich. Eigenes Unternehmen halt, ne? Nee, das gehört ja zum Konzern. Aber es ist ja halt, aber es ist ein VW-Nutzfahrzeug. Ich spreche ja aus Erfahrung, kann ich ja sagen. Es ist ein eigenes Königreich. Deshalb passt es, dass wir da hinten ein Schloss haben. Ja. Also das ist echt schon, die leben auch in einer anderen Welt. Und sie müssen mal langsam wieder lernen, Leute, so geht's halt nicht mehr. Genau so sieht's aus. Aber wir freuen uns noch auf 2 Jahre, die wir haben. Wir hoffen, dass er durchhält. Ja, und wenn nicht, wird er vor der Tür gestellt und sagen wir, hier, bitteschön. Könnt ihr mal reparieren. Wir haben nämlich eine 5 Jahre Garantie, weil ohne dem hätte ich den Wagen nicht gekauft. Das war Bedingung des Kaufvertrags. Genau. Wir wussten schon, was auf uns zukommt. Genau. Wie gesagt, das ist unser Fazitvideo. Was uns brennend interessieren würde, wie sind eure Erfahrungen mit den T6? Bitte noch nicht den T6.1, da wissen wir jetzt schon, da habt ihr noch mehr Erfahrungen. Aber wirklich, wer einen T6 hat, oder ein T5, weil auch der T5 macht ja echt große Probleme, auch der 5.1, 5.2er. Also da haben wir auch gehabt, hatten wir auch unsere Storys mit, ist halt so. Dementsprechend interessieren uns eure Erfahrungen, was habt ihr erlebt, habt ihr Tipps, die gerne in die Kommentare. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem nächsten Video irgendwann wieder hier auf unserem Kanal, hier bei Kreuzfahrt-Bulli. Ciao, ciao. Bis dann.